Nehme dir einen Moment Zeit zu entspannen. Positioniere dich bequem. Lass sämtliche muskuläre Anspannung los. Scanne deinen Körper innerlich durch und prüfe, wo noch Restspannung da ist, die du loslassen möchtest. Loslassen. Deine Atmung fließt ruhig ein und aus. Dein Geist kommt zur Ruhe. Richte deine Aufmerksamkeit auf etwas, das du dir schon einmal gewünscht hast, dass es eintreten soll. Ein für dich unglaublich wichtiges Ereignis auf deinem Weg zu diesem Ziel. War dein Pfad voller Stolpersteine und Herausforderungen, welche den Weg erschwert haben? Es gab nichts, welches dich von deinem Pfad weichen ließ. Auf diesem Weg hast du dir einige blaue Flecken und Kratzer geholt. Wie hat sich diese Reise damals für dich angefühlt? Erinnere dich. Erinnerst du dich nun an ein Vorhaben, welches du verfolgt hast, welches dir unglaublich leicht von der Hand ging? Es gingen dir nie die Ideen aus, du hast immer alle nötigen Förderungen und Unterstützungen erhalten. Keine Stolpersteine und der Erfolg war sofort sichtbar. Dein Erlös war besser als erwartet. Erinnere dich. Wie hat sich diese Erfahrung für dich angefühlt? Was ist der Unterschied zwischen dem erzwungenen Erfolg und der einfach mit Leichtigkeit entsteht? Ersteres ist pure Arbeit und Disziplin. Es ist, als würdest du auf der Stelle laufen, ohne voranzuschreiten. Als wärst du auf einem Laufband. Zweiteres ist wie ein verspielter Lauf durch die Blumenwiese. Wenn es dir gelingt, auf deinem Körper zu hören, so wird es deutlich mit dir sprechen. Dein Körper redet mit dir. Wie erkennst du, was dein Körper sagen möchte? Unser Körper sendet uns Signale, auch in Form von Gefühlen, die sich richtig anfühlen, wenn wir uns auf dem richtigen Pfad befinden. Der umständliche Pfad fühlt sich unbequem an. Er fühlt sich erzwungen und damit einfach nicht gut an. Häufig ist unser Ego, der die Kontrolle und Sicherheit ersehnt, die Ursache dafür, dass wir diesen Weg wählen. Wenn wir weiterhin auf diesem unbequemen Pfad bleiben, so entdecken wir häufig Stolpersteine, die uns den Weg zusätzlich erschweren.
Gleichzeitig versperren wir uns einen leichteren Weg, der mögliche Erfolge und Freude für uns bereithält. Es ist schwer, dem Unbekannten zu vertrauen, als würden wir gerade das Schwimmen erlernen und legen die Schwimmflügel ab. Bei schwierigen Entscheidungen ist unser Herz ein wundervoller Wegweiser, welches Signale der Aufregung und Freude versprühen kann. Was will uns unser Herz in diesem Moment signalisieren? Dies gleicht dem grünen Licht einer Ampel. Wir können loslegen. Im Gegenzug kann sich Verwirrung und Angst im Herzen ausbreiten, wenn etwas nicht funktioniert. Dann ändere einfach mal den Ansatz, bis es funktioniert, immer und immer wieder. Gehe achtsam und liebevoll mit dir selbst um und begebe dich erst bei innerer Stabilität ins neue Gewässer. Dein Herz sendet dir die Inspiration, sobald die Zeit die richtige ist. Wie fühlt sich jetzt gerade dein Weg an?